Hi, ich bin Daniel, komme ursprünglich aus Zimbabwe, wohne seit langer Zeit in Berlin, auch wenn man das nicht unbedingt so anhört. Und ich würde für die Kanal Hecht und Barsch angeln. Hallo, ich bin Enrico Di Ventura. Ich komme aus Minden in Nordrhein-Westfalen an der wunderschönen Weser und ich angel für Westin Fishing und freue mich wieder dabei zu sein, das dritte Mal. Hi zusammen, ich heiße El Babush Salahidine, ich komme aus Ratingen bei Düsseldorf, ist eine relativ kleine Stadt und ich fische Fischpro Deutschland. Hallo, ich bin Jasmin, ich bin gebürtige Flensburgerin, zumindest komme ich aus der Nähe von Flensburg, wohne seit Ende letzten Jahres in Nordrhein-Westfalen und angle für Iron Claw und Dojo. Also ich bin der Herbert Ziereis, ich komme aus Kleinhardt-Penning, das ist 30 Kilometer südlich von München und ich starte für die Firma Hikes. Bonjour à tous, je m'appelle Julien Tronc, je pêche pour la chaîne YouTube Julo, que j'ai créé il y a 4-5 ans déjà. Je suis français, je viens du sud de la France et donc ça sera une première pour moi ici aux Pays-Bas. Kajak natürlich. Also ich würde gerne am besten vom Kajak fischen. Ich bin auch viel vom Boot unterwegs, auch vom Ufer. Aber Kajak ist einfach so ein Zwischending, was eigentlich mehr Spaß macht. Ja, eigentlich Boot. Holland Boot, Deutschland Ufer. Non, je préfère attraper beaucoup de poissons durant une session. Il y a un gros poisson, je ne serais pas déçu, mais c'est vrai qu'à choisir, je préfère attraper beaucoup de poissons. C'est pour ça qu'en général, je pêche avec des petits leurres pour maximiser mes chances et faire le plus de poissons possible. Da würde ich lieber einen großen Fisch fangen. Also klar, es macht schon Spaß, viele Fische auch zu fangen, aber wenn ich die Wahl hätte, sage ich mal, einen Trophy-Fisch zu fangen oder die Möglichkeit, einen Trophy-Fisch zu fangen, würde ich lieber das bevorzugen. Schwierige Frage. Also beide machen mir Spaß. Ich mag an die Frequenz, wenn dann verschiedene Spots, also verschiedene Fischarten, verschiedene Spots, und auf einen Spot Frequenz zu haben, macht mir keinen Spaß. Ich merke es nach fünften Fisch, tun die mir irgendwie leid. Oder ich verliere den Spaß, dann muss ich spätestens den Spot wechseln. Großer Fisch ist natürlich immer super. Also so eine Mischung aus beiden. Am besten Frequenz auf große Fische, das ist super. Merci. Weil die Klasse kommt dann von alleine. Hofmeister. Quand je pêche, j'ai toujours ma casquette. C'est devenu un rituel. Je pêche jamais sans ma casquette, même quand il pleut. Même quand il y a du vent, j'ai toujours ma casquette sur la tête quand je vais à la pêche. Also für die, die mich ein bisschen besser kennen, würdet ihr vielleicht schon wissen, dass ich immer irgendwas am Wasser dabei habe. Aber für die, die mich nicht so gut kennen, ich habe was anderes dabei mitgebracht. Es ist so eine kleine Tool, das ich so vor ungefähr 2 Jahren gekauft habe aus Japan. Das ist ein sehr guter Tool, um die FG-Knoten sehr, sehr schnell zu binden. Also die Hände sind frei. Ist schon für die Faulen, wenn man möchte, einen Knoten einfach extrem einfach binden. Und die habe ich immer dabei. Und der ist schon sehr, sehr nützlich auch am Wasser. Das ist eine schwierige Frage. Ich kann es tatsächlich gar nicht so ad hoc beantworten, aber ausreichend Köder, weil ich irgendwie immer das Talent habe, auch viel abzureißen oder irgendwelche Haken aufzubiegen. Aber nee, ich glaube, ich weiß es, gute Laune. Gute Laune ist, glaube ich, das Stichwort. Es gibt einen bestimmten Köder, den habe ich immer dabei, auch wenn ich nachts flachfische. Ich habe immer gerne den ASB dabei von Spro, also eine Art Jigspin. Den habe ich komischerweise immer dabei, selbst wenn ich flach auf Zander fische nachts. Also den habe ich immer gerne dabei. Ja, und Seitenschneider. Knippig, Seitenschneider. Ich habe tatsächlich immer etwas dabei. Seit einigen Jahren schon. Trage ich auch immer am Arm. Das ist einmal dieses Armband hier. Das ist ein ganz normaler Haken einfach und den habe ich immer dabei. Der bringt mir Glück. Vorbereitet habe ich mich tatsächlich relativ gut. Ich war in den vergangenen Wochen immer mal zwischendurch wieder in den Niederlanden, habe einige Spots angetestet und habe jetzt letztendlich 3,5 ganze Tage nochmal mit intensivem Training verbracht. Ich habe 4 Tage trainiert, beziehungsweise 3,5, weil ich einmal einen halben Tag wirklich nur Spots angeschaut habe. Die Turniergewässer an sich kenne ich ja 50-50, also Zone A kenne ich die Großgewässer sehr gut vom Boot aus. Den Rest, also Zone B, kenne ich tatsächlich gar nicht so gut. Man denkt zwar immer, ich bin sehr viel in Holland fischen, aber das ist eigentlich nicht so. Ich bin sehr viel vom Boot hier und dann aber auch meistens hier am Delta
oder an den Randmeeren zum Hechtfischen. Aber unterm Strich kenne ich so die ganzen Flusssysteme wirklich nicht gut. Also das muss ich auch sagen. Grundsätzlich muss ich sagen, ich würde behaupten, dass ich die Gewässer ziemlich gut kenne mittlerweile. Also ich war jetzt schon ein paar Jahre öfter mal in Holland. Aber ich habe extrem viel fokussiert auf das Bootanglerei. Also vom Boot aus bin ich extrem confident mittlerweile, dass sie sehr viele Spots haben. Vom Ufer aus leider gar nicht so confident. Ich habe jetzt die letzten 5 Tage extrem viel rumgefahren, um zu versuchen, viele neue Spots zu entdecken. Ich habe teilweise versucht, an meinen Spots zu fahren mit der über die Straße, wo ich normalerweise mit dem Boot hinfahre. Ich habe gemerkt, das ist nicht so brillant. Also vom Ufer aus würde ich sagen, ich kenne mich nicht gut aus in Holland. Also zur Vorbereitung ist natürlich klar, jeder bereitet sich extrem vor und ist immer angewiesen auf Informationen, die wo direkt von der Gegend kommen oder die wo vorher gerade da waren. Ich persönlich habe mich gar nicht richtig vorbereiten können, bis auf die letzten 5 Tage, weil ich sonst so beschäftigt war. Aber ich habe natürlich einmal einen losgeschickt und die haben schon gefischt und ja, haben halt einmal ein paar verschiedene Plätze abgetestet, wobei ich aber sagen muss, dass wir dieses Mal generell ein wirklich ganz schlechtes Training gehabt haben, also die vorigen 4 Tage ganz schlecht und der heutige Tag, da hat sich alles gewandelt und heute haben wir geschafft, also mit in der Gruppe, dass man mal wenigstens jeden Zielfisch gefangen hat und große Fische dabei waren. L'entraînement pour moi, il a été très très rapide, très très synthétique. C'était au moment où on tourne ces images et la veille, donc c'est vraiment très très peu pour un pays que je connais pas, pour des spots que je ne connais pas et pour une pêche que je ne fais pas trop non plus. Je suis plus un pêcheur ultra léger ou du silure. C'est vrai que le carnassier c'est un petit peu secondaire. Donc plein d'éléments qui ont fait que le pré-fishing était indispensable, mais il a été assez difficile. Donc j'ai hâte de voir en compétition si les quelques éléments qu'on a pu trouver vont porter leurs fruits, mais c'est vrai que je pense que ça va être quand même difficile. Also viele denken, ich bin verdammt viel unterwegs in Holland. Das ist gar nicht der Fall. Es gibt natürlich Zeiten, Jahre, wo man mehr Zeit hat. Letzte Zeit hatte ich viel weniger Zeit. Und mit meinem Kajak natürlich bin ich eher viel auf kleine Gewässer unterwegs. Ich kenne mich aus, nur ich hatte momentan einfach wenig Zeit durch den Umzug und so weiter. Also Vorbereitung großartig habe ich nicht gemacht. Das war eigentlich auch der Plan, damit ich einfach die Sachen mache, die ich kenne. Auf meinen Privatspots will ich gar nicht fischen, würde ich auch nicht machen. Man hat halt nur andere Spots, wo man weiß, da geht einiges halt. Nur wir haben momentan viele, viele Spots unter Wasser. Ich würde sagen, es wird nicht einfach. Also ein bisschen vorbereitet habe ich mich schon eigentlich. Also wenn ich Geld setzen müsste, würde ich definitiv Herbert mit einschließen und ich glaube Jasmin. Ich glaube, Jasmin ist sehr gut vorbereitet und ich glaube, dass die beiden doch sehr stark sind. Was nicht heißt, dass ich nicht gut vorbereitet wäre, aber es hat halt wenig funktioniert im Training und das hat mich, da war die gute Laune zwischendurch auch mal weg, das hat mich ein bisschen geärgert. Das heißt aber nicht, dass die Spots nicht jetzt während der Turniertage funktionieren. Und das ist immer das Ding. Also beim Angeln kann immer alles passieren. Du kannst eigentlich 3 Tage an einem Spot schneiden und dann kommst du wieder am 4. Tag und auf einmal läuft der Spot oder du fängst halt einen Riesenfisch oder. Das hat mich eigentlich die Turniererfahrung bis jetzt auch wirklich gelehrt. Also bis zum letzten Wurf ist immer alles möglich. Es sei denn, man hat bis dahin noch nichts gefangen. Aber dann ist es eh zu spät. Wenn ich wetten müsste, denke ich tatsächlich, Salah wird es schaffen. Ich glaube, er hat sich einfach sehr gut vorbereitet. Er ist jemand, der einfach die Sache sehr akribisch macht und letztendlich sehr oft erfolgreich angelt. Und ich würde auch auf mich tippen tatsächlich. Ich denke, dass obwohl mein Training nicht so gut gelaufen ist, ich habe ein gutes Gefühl dieses Mal. Und ja, also ich würde auf mich und Salah tippen. Je ne connais pas tous les pêcheurs puisque c'est la première année pour moi, mais j'ai obligatoirement quand même regardé quelques vidéos des années précédentes. Et c'est vrai que j'ai été impressionné par Herbert, bien sûr, et j'ai eu des échos aussi de Salah. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer.
Also von meiner Gruppe würde ich sagen, sind alle stark natürlich. Also das ist echt eine sehr starke Gruppe. Alle Gruppen sehr stark, aber ich denke mal Herbert mit seiner Erfahrung, er fischt auch anders. Das ist sehr, sehr wichtig hier in Holland überhaupt, wo viel Angeldruck ist, dass man anders fischt. Das kann er sehr gut und er ist bissig. Das kann er auch sehr gut. Ich bin da eher lockerer. Das ist manchmal zum Nachteil und die Jasmin. Also Jasmin kennen viele gar nicht, super Anglerin und die hat ein ganz großes Team hinter ihr und das macht schon was aus. Das ist eine schwierige Frage. Ich kenne nicht alle persönlich und ich weiß auch nicht, wie alle persönlich letztendlich fischen. Aber ich denke, dass Salla und Herbert sehr gute Chancen haben. Na, also genug Geld habe ich auf alle Fälle nicht. Aber wenn ich Geld setzen müsste auf die Gruppe, da ich jetzt auch sagen, Jasmin ist für mich eine gute Anglerin und hat gute Informationen. Und der Enrico wird mit Sicherheit das dritte Mal nicht so auf sich das so sitzen lassen. Das Ergebnis von den letzten Malen. Von allen 24 Anglern würde ich mal sagen, klar, Tobi, er ist ein sehr guter Angler. Und was noch gut ist, er hat immer gute Infos, die von gestern sind, nicht meine Infos, die sind von 4 Wochen her. Das ist sehr gut, das spielt ihn in den Karten. Aber ich denke mal, Tobi und Herbert sind sehr, sehr gute. Also die haben echt eine große Chance, das Ding zu rocken. Pareil, pour donner mon favori, bah, je vais m'inspirer un petit peu des années précédentes. Et c'est vrai que Tobias est quand même un très très grand pêcheur. Il connaît très bien les lieux et il a gagné l'an dernier. Donc bah, naturellement, je vais parier sur lui. Ja, das ist eine schwierige Frage, die ich so gar nicht beantworten kann, weil ich tatsächlich nicht alle kenne. Also die Franzosen, die jetzt neu dabei sind, kenne ich einfach nicht und das ist halt schwierig, dann das abzuschätzen. Aber von den Leuten, die mir bekannt sind, denke ich, ist nach wie vor Tobi auch wirklich gut vorbereitet. Ich glaube, der ist auch sehr gut vernetzt in den Niederlanden. Dustin hat immer sehr viel Glück auch. Also was nicht heißt, dass er nicht angeln kann, um Gottes Willen, ist ein sehr guter Angler. Aber Dustin kommt halt oftmals an den Spot und macht irgendwie 3 Würfe und fängt irgendwie Fisch, auch wenn da vorher schon 1 oder 3 Stunden gestanden hat. Das ist das Können, was Dustin halt dann hat. Nee, aber ich glaube, Herbert ist auch nicht zu unterschätzen. Herbert ist auch ein Fuchs. Da sind ein paar, die mir auffallen. Also ich denke, dieses Mal könnte Lewis ganz gefährlich sein. Er hat sich gut vorbereitet und hat immer Pech bis jetzt gehabt. Also absoluter Favorit würde ich sagen. Lewis oder Tobi wird auf jeden Fall im Finale stehen. Einer von den beiden. Mein Top-Favorit von allen Anglern könnte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Wenn man den YPC verfolgt hat, dann definitiv Herbert und Tobias. Schwierig zum sagen, aber letztendlich werden diejenigen, die wo oft schon mitgemacht haben, natürlich Vorteile haben dabei, weil die ein bisschen gelassener an die ganze Sache hingehen können. Aber ich bin auf alle Fälle, also der Tobi wird mit Sicherheit ganz vorne dabei sein. Ob er es ganz vier schafft, weiß nicht. Aber vielleicht überrascht uns ja auch Frau.